Wer jetzt glaubt, dies sei eine E-Gitarre, der liegt leider falsch. E stimmt zwar, E für Elektrizität, für Elektro, aber es ist ein Bass, ein sogenannter E-Bass. Es gibt kaum eine Band, in der nicht ein E-Bass mitspielt. Die meisten glauben, es sei eine E-Gitarre, aber der E-Bass ist eine Oktave tiefer wie die E-Gitarre und wird auch ein bisschen anders gespielt. Der Bass ist für die tiefen Töne zuständig. Es gibt verschiedene Techniken. Die Zupftechnik oder zum Beispiel die Slap-Technik. Ja. Der E-Bass ist sehr vielseitig einsetzbar, wird sowohl von Volksmusik bis Rock, Jazz, Funk, Pop, fast überall wird er eingesetzt. Es gibt kaum ein Stück, das du im Radio hörst, wo nicht ein E-Bass mitspielt. Der E-Bass ist auch, wie der Kontrabass, sehr groß. Alle tiefen Instrumente sind groß. Allerdings gibt es den E-Bass bei uns auch in einer kleineren Form, wie du auf den Bildern sehen kannst, zum Mieten. Thank you.